Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ein neues Tabak-Review. Heute gibt es mal wieder was Neues auf meinem Kanal. Und zwar MIB, Made in Berlin. Und zwar die Sorte Backpfeife. Setup steht wie immer in der Videobeschreibung. Kopfbar und Schnittbilde blende ich euch wie gehabt hier unten ein. Was soll Backpfeife sein? Backpfeife soll sein Lemon Chill von Social Smoke damals. Also zu seiner besten Zeit, sagen wir es mal so. Ja, ich würde sagen, kommen wir als erstes zum Geruch, Schnitt und zur Feuchtigkeit. Also geruchlich geht das Ganze auf jeden Fall sehr stark in die Lemon Chill Richtung von damals. Aber ihr habt hier auch noch eine Voltage Note, auch von Social Smoke, den Voltage. Habt ihr auch eine Note mit drin. Vom Geruch auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Zum Schnitt ist zu sagen, ihr habt einen mittleren bis feinen Schnitt. Und zur Feuchtigkeit ist zu sagen, ich weiß nicht, ob man es so gut sieht, wahrscheinlich nicht, feucht as fuck. Also wirklich, der Tabak ist sowas von böse feucht. Das ist unglaublich. Ich sag mal so, auf Fumari-Niveau, Chaos-Niveau zur Anfangszeit, so in dem Dreh. Also wirklich feucht, feucht, feucht. Ihr könnt den Tabak wirklich ohne Probleme mit 4 Kohlen rauchen, so feucht ist der. Feuchtigkeit auf jeden Fall nicht geil. Ist hier mehr Feuchtigkeit drin als alles andere. Aber genug gehatet, würde ich sagen, gehen wir mal über zum Rauchen. Also Rauchentwicklung. Ist wirklich bei dem Tabak so unnormal durch die Feuchtigkeit. Zeige ich euch einfach mal. Nehmt mal hier 3-4 Züge hintereinander und dann seht ihr mal. Also, ihr könnt den Tabak wirklich ohne Probleme durchfeuern. Da brennt euch nichts an. Deswegen würde ich sagen, gehen wir über zum Geschmack. Also, geschmacklich ist das Ganze, dafür nehme ich nochmal einen Zug. Also. Geschmacklich ist das Ganze auf jeden Fall ähnlich wie im Geruch, aber im Geschmack überwiegt meiner Meinung nach einfach mal die Voltage-Note. Es ist wirklich eine Mischung aus Voltage und Lemon Chill zu Social seiner besten Zeit. Also die beiden Geschmäcker sind wirklich zu 100% in meinen Augen getroffen, aber es soll ja ein Lemon Chill sein. Es geht aber mehr in die Richtung Voltage. Muss jeder für sich selber wissen, ist es halt so sein Geschmack oder nicht. Voltage war ja, glaube ich, so gewesen, dieser Zitronenkuchen und Lemon Chill halt dieser Zitrone-Minze. Und es geht halt wirklich eher so in die cremige Richtung, aber ihr schmeckt vom Lemon Chill auch etwas. Deswegen würde ich sagen, genug davon gequatscht, gehen wir über zum Fazit. Also Preis-Leistung 200 Gramm 16,90 €. Aber man muss auch sagen, 200 Gramm sehr feucht. Muss es leider wieder sagen. Also Preis-Leistung sage ich nichts, kennt ihr ja. Schnittfeuchtigkeit gebe ich dem Ganzen einfach mal 2 von 10 Punkten. Ich glaube, so schlecht hat da schon lange kein Tabak mehr bei mir abgeschnitten. Weil einfach die Feuchtigkeit ist einfach nicht mehr normal. Geht gar nicht. Schnitt ist okay, aber die Feuchtigkeit macht alles schlecht. Rauchentwicklung bei der Feuchtigkeit.
kann man dem Ganzen eigentlich sogar schon fast 11 von 10 Punkten geben. Also die Rauchentwicklung ist wirklich krass. Im Video kommt es jetzt gerade nicht ganz so rüber, aber die Rauchentwicklung ist schon hart. Ich habe dem gestern beim Baden geraucht. Ich habe wirklich in meinem Badezimmer einfach nichts mehr gesehen. Ich konnte das Fenster nicht mehr sehen. So böse hat der einfach mal alles zugequalmt. Und ja, ihr könnt halt wirklich hintereinander weg. Ohne dass euch irgendwas anbrennt. Ja, deswegen würde ich sagen, also zur Rauchentwicklung gut 11 von 10 Punkten. Zum Geruch würde ich dem Ganzen 9 von 10 Punkten geben, da er wirklich lecker im Geruch ist. Also wenn man dran riecht, bekommt man auf jeden Fall Bock drauf. Und zum Geschmack, ja, was gebe ich dem Ganzen für einen Geschmack? Das ist eine gute Frage. Ja. Geschmacklich gebe ich dem Ganzen auch 9 von 10 Punkten. Weil es soll zwar Lemon Chill sein, ist aber halt eine Mischung aus Lemon Chill und Voltage, aber halt wirklich perfekt getroffen. Wäre er wirklich nur Lemon Chill, wären es 10 von 10 Punkten, aber dadurch, dass diese Voltage-Note noch mit drin ist und es ja nur Lemon Chill sein soll, gibt es halt nur 9 von 10 Punkten. Also Fazit vom Tabak, wenn ihr an den MIB rankommt, auf jeden Fall eine deutliche Probierempfehlung. Es ist auch ein schöner Anfängertabak, also ihr könnt den ohne Probleme rauchen, ihr bekommt da keinen Flash und so. Er ist leicht und lecker, also wirklich ein perfekter Anfängertabak. Deswegen würde ich sagen, ich rauche den Tabak jetzt genüsslich zu Ende. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Damit macht's gut. Ciao, Leute.